Hey Leute, weil sich das die meisten von euch gewünscht haben, gibt's mal wieder ein Get Ready With Me und ich zeige euch, wie ich diesen Look so schminke. Das ist wirklich super einfach und die meisten Produkte, die ich benutze, sind aus der Drogerie. Das heißt, ihr könnt die alle ganz einfach nachkaufen. Und außerdem zeige ich euch auch noch ein Outfit, was ich sehr gerne trage, wenn ich vor allem viel Zeit mit meinem Hund draußen verbringe. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß und dann legen wir direkt mal los. Wir fangen dann erstmal mit dem Make-up an und ganz zum Anfang nehme ich so eine All Control Base von P2, damit meine Haut, die momentan wirklich sehr, sehr unrein ist, nicht so schnell anfängt zu glänzen und die verteile ich vor allem dann auf meiner T-Zone. Dann kommt meine Dior Skin Nude BB Cream zum Einsatz und die verteile ich dann gleichmäßig auf meiner Haut. Da eine BB-Cream ja nicht so deckend ist, nehme ich dann noch den Everfresh Concealer von Maybelline und gebe den dann unter meine Augen und einfach nochmal auf alle Stellen, wo ich Rötungen habe oder meine Pickel noch ein bisschen stärker abdecken möchte. Um meine Augenbrauen noch ein bisschen mehr zu betonen, nehme ich den Eyebrow Express von P2. Der ist wirklich richtig cool und den mag ich total. Jetzt kommt mein Lancôme Highlighter als Lidschatten zum Einsatz. Der hat eine wirklich sehr schöne rosa Farbe und lässt sich auch super verteilen. Und wenn ich das dann gemacht habe, nehme ich den Impressive Gel Kajal von P2 und trage den einmal auf meiner Wasserlinie auf und dann noch einmal an meinem oberen Wimpernkranz. Dann tusche ich mit einem Mascara von Alverde meine oberen und unteren Wimpern. Jetzt konturiere ich mein Gesicht noch ein bisschen mit einem Bronzer von Alverde. Der ist wirklich richtig toll und den benutze ich total gerne. Und sobald ich das dann gemacht habe, nehme ich noch einen Blush von Alverde, was eine wirklich sehr schöne Farbe hat und gebe das dann noch auf meine Wangen. Und ganz zum Schluss kommt der Lippenstift und der ist von P2 in der Farbe Sex in the City und den finde ich richtig toll. Dann kann ich auch meine Haare aufmachen und fertig ist mein Make-up. Und vor allem im Herbst trage ich gerne große Ohrringe, deswegen habe ich mich dann noch für so zwei hängende Ohrringe entschieden, die ich dann noch trage und ich finde, das sieht richtig schick aus. Und hier seht ihr nochmal das komplette Make-up, also ich finde das wirklich sehr schön für den Herbst, vor allem mit dem Lippenstift, der gibt noch so ein bisschen Farbe. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Outfit. Ihr seht schon, dass das Outfit nicht unbedingt sehr bunt ist, aber ich habe sogar mal ein paar mehr Accessoires getragen und zum Beispiel auch diese türkise Mütze, wo ich ein paar Ohrringe noch dran gesteckt habe und den Leopardenschal als Accessoires, ja, geben noch so ein bisschen Farbe dazu und lassen das ein bisschen bunter aussehen. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist die Tasche, die hat mir mal meine Mutter geschenkt. Die finde ich richtig schön. Die Bluse habe ich übrigens mal in einem Secondhand-Laden ergattert und ich liebe die einfach genauso wie meine Schuhe von Deichmann. Und hier seht ihr dann nochmal das komplette Outfit. Das war es jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen hat und vielleicht habt ihr ein paar Ideen bekommen, wie ihr euch jetzt im Herbst schminken wollt. Und ich verlinke euch hier unten nochmal ein paar andere Videos von mir, die ihr euch ansehen könnt. Und ja, wir sehen uns ja dann am Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.